Ja, Leute, sorry. Ich habe im letzten Part zu früh beendet, weil ich meinen Timer nicht lesen konnte. Also, sorry. Ich frage jetzt aber trotzdem nochmal Otto, was zu tun ist. Wenn der Roboter seine Luke öffnet, schießt mit Chillas Eisdorn hinein, um ihn zu betäuben. Wenn die Magmiten auftauchen, beiße so viele wie möglich mit Beißer und verwurzel dich auf dem, auf sie, um sie auf Daroks Körper zu verteilen. Wenn sie an ihm haften, kannst du sie mit Chillas Dornen explodieren lassen und dem Roboter Schaden zufügen. Was ist denn das für eine Kombination? Wer denkt sich denn sowas aus? Mann, Mann, Mann. Also brauche ich jetzt hier erstmal Chiller. Ich nehme jetzt mal hier aber trotzdem den Termit, um den Schild zu verwenden. Hallo, hau doch mal drauf. Ah. Aua. Hängen da jetzt welche an ihm? Ich sehe nichts, gell? Der macht mich ganz schön platt, Leute. Okay, da sitzen jetzt ein paar Magneten. Ich nehme mal Termit. Ah, halt, nein, ah. Aua. Na, ich glaube, ich brauche da mehr Magneten. Versucht es jetzt mal nochmal den. Ah. Ja. So. Ach, er hat Chiller getroffen oder was? Chiller, sammeln mal die Herzen ein. Ich spuck's nur wieder aus. Ah, du sollst dich doch verwurzeln. Chiller niedergetrampelt. Ganz verstehe ich es noch nicht. Ist das jetzt gut? Ach, jetzt sehe ich erst. Links ist ihm seine Energieanzeige. Okay, okay. Das war vielleicht jetzt nicht so gut.
Okay. Ich kann da nicht mehr viel sagen, Leute. Na komm schon, haut drauf. Wo ist er? Aua! Jawoll, nimm das! Ich weiß im Augenblick nicht wie, aber ich scheine ihn zu besiegen. Aua. Papa. Jawohl. Aua! Aua! Jawoll! Er hat mich zwar platt gedrückt. Ja, da ist Termit mit seinem Schild natürlich gar nicht schlecht. Der trampelt mich immer nieder. Ja, ja, mach mal. Hau mal drauf. Ja, mit Termit. Ach komm, man weiß nie, wann er genau die Luke aufmacht und wann nicht. Ja, komm mal her, du. Ja, ja, ja. Haut drauf. Ach, ja. Nicht lustig, Leute. Das ist jetzt wieder so ein elendiger... Hau drauf. Jetzt hau doch mal drauf. Ja, jetzt haut er aber nicht mehr direkt drauf. Sondern jetzt haut er immer, es schwingt er immer so durch. Na toll, und in dem Augenblick, wo ich mein Schild loslasse, haut er auf mich drauf. Das ist ganz toll. Ich weiß nicht mehr, was ich mache. Jetzt schaue ich mal, was er so nacheinander macht, weil ich meine, die... Ja, super. Jetzt, ja. Jetzt haut er... Jetzt macht er die Luke auf. Aber die innere Logik, die dem Ganzen folgt. Beziehungsweise innere Logik gibt's halt wahrscheinlich nicht. Nee, er macht nicht auf.
Wann macht dieser Blödmann auf? Es ist so nervig, echt hier. Es ist so nervig. Ja, danke. Super. Ja, nächster nerviger Bossfight. Ich wollte eigentlich zu Auto. Ich wollte zu Auto. Zum einen mal brauche ich mal eine kurze Pause. So, Auto. Hast du noch irgendeinen Tipp für mich? Wenn der Roboter seine Luke öffnet, schieße Chillers Ice Dawn. Ja. Echt cool. Ah, toll, er hat meinen Termit erwischt. Ja, lang halt ihn nicht mehr durch. Ja, das war's. Super. Ja, Leute, das wird wieder ein endloser Bossfight. Es ist schon schön, ja, ja. Wir machen natürlich weiter. Okay. Wenn das so macht, dann weiß ich ungefähr, was ich zu tun habe. Ja, super. Ah, Supi, schön, dass du dich nicht verwurzelst, wenn ich aber sage, du sollst. Jetzt habe ich die falsche Richtung gespuckt. Jawohl. Ja. Nee, ich will nicht den Mörser. Ich will... Den ersten Schaden habe ich ihm zugefügt. Ja, das hat auch sehr gut funktioniert, das muss man schon sagen. Er malmt auch die ganzen... Aua. Oh Mann. Ich habe ihn noch nicht so wirklich beschädigt. Ja, und so macht er mich immer platt. Das ist super. Fuck you, echt hier. Und Chiller schaut natürlich auch immer genau in die falsche Richtung.
Leute, ich mache mal eine kurze Pause. Das ist echt, echt anstrengend. Also ich mache hier einen Cut, Leute, und wir machen dann mit diesem Drecksvieh im nächsten Part weiter. Also bis dann. Ciao.